Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Blue1980 und es geht jetzt sofort los. Ich bin heute bei Boomerex und wir werden heute die Glock 17 Gen 5 testen. Modell habe ich schon ausgewählt, ist also kein Bodenexample, also könnt ihr sehr gespannt sein, was sie kann. Und ich bin es auch. Los geht's. Los geht's. Das ist also dann die testende Waffe, Seriennummer. Okay. Ich bin gespannt. Das sind die Magazine. Da werden dann jeweils 102 Schuss durchgehen. Mickey Maus, Ohren und Brille, alles dabei.
Ja, ja. Dann treffen wir uns nochmal draußen ganz Auto. Ja, also du machst dein Ding. Die Waffe hat die 5000 Schuss überstanden. Ihr seht sie hier. Ich filme euch gerade mal zum Beweis die Seriennummer nochmal ab. Die 2617. PTB-Nummer übrigens ist 1068, gehe ich aber dann später noch im Review drauf ein. Ich will jetzt einfach bloß zeigen, wie sie aussieht. Und ich muss sagen, äußerlich hat sich da nicht wirklich viel getan. Die Magazine, ich komme hier gerade mal rum, rasten ein. Schlittenfach funktioniert. Es geht alles, wie es soll. War auch mit sämtlichen Magazinen. Vielleicht schauen wir uns die gerade mal an. Wenn der Schlitten ab ist, um die Abnutzungen so ein bisschen zu sehen. Moment. So. Das ist ein bisschen schwierig für mich hier mit der Kamera. So. Wir schauen uns mal hier den Schlitten etwas genauer an. Und wir sehen, der Schlagbolzen ist aus Stahl, hinten wie vorne. Vorne wie hinten auch viereckig. Ja, an den Schlittenführungen hat sich nichts getan, wie ihr seht. Die Auszieherkralle ist auch in Ordnung, da hat sich nichts getan. Stoßboden ist auf einer Länge bis ungefähr hier aus Stahl, da hat sich auch nichts getan, ist ja klar. Hier am Schlittenfang, da hat sich da das etwas so weit eingearbeitet bis zum Stahlstift, ansonsten ist da nichts zu bemängeln. Überstanden, äußerlich sieht man da nichts. Sich gut geschlagen. Auch so hier vorne, vielleicht gehe ich mal drauf ein. Hier vorne hat sich natürlich etwas getan. Das ist hier so ein bisschen nach vorne verbogen, ganz leicht. Könnt ihr das sehen? Oder meine ich das nur? Ja, vielleicht im Millimeterbereich. Also dieses Teil hier vorne ist so ein bisschen nach vorne gekommen durch den Aufschlag. Aber nach 5000 Schuss ist das super. Dann das Griffstück, Rückholfeder, der Kunststoff sieht immer noch gut aus. Das ist die schwache Feder für den Puffer, der aus Kunststoff sich also besteht. Und hier ist die normale Rückholfeder. Alles gut. Des Weiteren, Griffstück, ja, am beidseitigen Schlittenfang hat sich auch nichts getan, ist aus Stahl und der Hahn, der Hammer, kann man sehen, dass natürlich der Abdruck des Schlagbolzens da zu sehen ist, allerdings hat das aufgehört, das hat sich praktisch festgehämmert und verdichtet das Material, insofern ist das auch jetzt nicht tiefer, die Beschädigung. Also, und ansonsten Kartuschenlager. Ich gucke jetzt gerade mal durch. Ja, ihr könnt selber sehen. Da ist nichts. Hier vorne natürlich durch die Kartuschen ein bisschen angekratzt, aber alles im Rahmen nach 5000 Schuss ist das völlig in Ordnung. Hier am Lauf habe ich so zwei Stellen entdeckt. Die sind ein bisschen aufgegangen, aber man darf nicht vergessen, dass da natürlich jetzt echt verdammt viel Hitze über eine lange Zeit ja, der Lauf da ausgesetzt war. Laufsperre von vorne. Lauf ist noch schön frei, wie man sieht. Und ansonsten auch vom Kunststoff her hat sich auch nichts verzogen. Es funktioniert alles noch wie vorher. Viel mehr sehe ich jetzt auch nicht. Auch hier der Unterbrecher ist auch noch intakt. Ja, und der Ausstoßer,
Der steht noch genauso wie vorher. Also das ist so gewollt. Ich habe extra nachgefragt. Alles gut. Ja, das war's also zur Glock 17 Gen 5. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich war sehr überrascht. Und sag nochmal Danke im Namen von mir, vom Schreckschuss-Channel an Umarex, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, diese Waffe so ausgiebig zu testen. Ich habe es nicht gewusst. Ich ging jetzt davon aus, wir machen 2.500 Schuss und das ist jetzt einfach so dann passiert, dass wir dann 5.000 Schuss draus gemacht haben. Ja, gut. Dann bedanke ich mich bei euch und würde mich freuen, wenn wir uns zum Review dann wiedersehen. Bis dahin.